Moin, hier ist Daniels Kramladen und heute geht's um den Bassknob Deluxe. Ja, im kleinen Vorspann habt ihr das gerade schon gesehen. Heute geht es um einen Bassknob, und zwar den Bassknob Deluxe. Eigenentwicklung von mir. Ja, Entwicklung ist jetzt vielleicht ein bisschen hochtrabend. Den werde ich gleich mal genauer vorstellen. Zeige ich dann auch nochmal im Detail mit der Kamera. Ansonsten erstmal willkommen zum Kanal Daniels Kramladen. Wie der Name schon sagt, hier gibt es in Zukunft alles und jedes, das heißt alles, was mich so beschäftigt, hobbymäßig, bisschen Arduino, bisschen KiFi, bisschen Holzarbeit, Basteleien, meine Selbstbaufräse, die QMF, Quadratmeterfräse, wer meinen Blog www.sypke.de, also sypke.de verfolgt, der kennt die vielleicht schon, mittlerweile läuft sie schon, zu meiner vollsten Zufriedenheit. Hat auch schon einiges erarbeitet, was ich dann auch nach und nach vorstellen werde. Heute geht es aber erstmal um ein bisschen Elektronikbastelei, ein kleines Arduino-Projekt, und zwar genauer den Bassknob Deluxe. Ja, so sieht der Bassknob aus. Das Gehäuse besteht aus 2 mm Acrylglas. Habe ich ausgefräst mit meiner CNC-Fräse. Der Knopf hier vorne, der im Endeffekt das Poti bedient, ich zeige das dann gleich nochmal alles im Detail, ist selbst gedruckt. Hier gibt es ein stromsparendes OLED-Display, einen kleinen Knopf, der eine ganz bestimmte Funktion auslöst, die, ich behaupte ich mal einfach, doch ziemlich einmalig ist bei den normalen Bassknöpfen oder Bassknobs, die man so bekommt. Auf der Rückseite jetzt haben wir quasi einmal die Stromversorgung, wir haben einen Cinch-Eingang und wir haben drei Cinch-Ausgänge. Das heißt, man spart sich das Y-Kabel, wenn man mehrere Endstufen, Subwoofer-Endstufen hat. Und der Vorteil an diesem kleinen Anschluss hier, das ist ein Industriestecker. Den kann man abziehen, also das Gegenstück dazu ist im Auto, und man kann dann problemlos den Bassknob quasi rausnehmen. Der Bassknob selber hat eine Stromaufnahme von weniger als 30 mA, was auch mit dem OLED-Display zu verdanken ist. Von daher läuft er bei mir rund um die Uhr am normalen Stromnetz. Man kann ihn auch, könnte ihn auch über Bordnetz laufen, über Remote-Netz laufen lassen, aber wofür? Das Auto ist täglich in Betrieb. Im Auto sind 4 Batterien verbaut, von daher 30 mA. Und selbst wenn er mal ein paar Tage steht, dann zieht man den Strom einfach ab und dann ist gut. Ja, ansonsten von unten selbstgefräste Platine. Das Layout habe ich mit Fritzing erstellt. Das ist so ein Open Source Freeware Programm. Eigentlich gedacht für Arduino speziell, aber man kann es so erweitern, dass man es halt eben auch für alles Mögliche benutzen kann. Dazu ist es in der Lage, auch doppelseitige Platinen zu routen, zu erstellen. Bis jetzt habe ich es noch nicht gebraucht. Hier und da setze ich dann lieber eine kleine Lötbrücke, weil eine doppelseitige Platine zu fräsen, das ist halt nicht ohne. Ansonsten würde ich sagen, mache ich den Deckel jetzt einfach mal auf und dann gucken wir mal rein, was da sonst noch ist. Hier sieht man jetzt das Gehäuse mal geöffnet. Ganz klar zu erkennen, wir haben hier ein Poti, wir haben hier den Arduino, das ist quasi dieses blaue Platinchen, es behandelt sich um Arduino Uno V3 und wir haben hier ein kleines OLED-Display und man sieht hier hinten die Cinch-Boxen, 4 Stück, ich sagte ja schon, ein Eingang, 3 Ausgänge. Die 3 Ausgänge sind halt parallel geschaltet, wie halt ein dreifaches Y-Kabel, kann man sich das vorstellen.
Und wir haben hier einen kleinen Spannungsregler, der aussieht wie ein Transistor, ist aber ein Spannungsregler. Und zwei Kondensatoren und zwei Elkos, die halt eben für die Siebung zuständig sind. Die Spannungsregelung macht einfach aus der Batteriespannung vom Kfz, welche ja zwischen 12 und 14 Volt in der Regel liegt, je nachdem ob Motor an, aus, macht da 9 Volt konstant, gibt diese an den Arduino weiter und der Arduino macht daraus für sich nochmal 5 Volt. Ansonsten besteht die Schaltung eigentlich aus zwei Blöcken. Der erste Block ist eine passive Lautstärkeregelung, das heißt, der Bassknob, die Lautstärkeregelung für den Subwoofer, ist eine rein passive Lösung, wie man sie halt auch von den ganzen Bassknobs kennt, die man so im Internet sieht, die man auch kaufen kann. Das Poti verhält sich wie ein einstellbarer Spannungsregler und je nachdem, wie das Poti steht, wird ein gewisser Anteil des Audiosignals nach Masse gezogen und dementsprechend dann lauter oder leiser mit geregelt. Im zweiten Funktionsblock kommt jetzt der Arduino Nano ins Spiel. Was hat der für eine Aufgabe? Ganz einfach. Zum einen ermittelt er den eingestellten Widerstand am Poti und er rechnet daraus in Prozent die eingestellte Lautstärke, zeigt sie natürlich entsprechend auf dem Display an und er misst die aktuelle Batteriespannung des Autos und zeigt auch diese an. Dabei gibt es eine kleine Automatik, das heißt, solange ich das Poti nicht anfasse, zeigt er die Batteriespannung an, damit ich da quasi immer auf dem Laufenden bin. Und wenn ich das Poti bewege, anfasse und den Wert ändere, springt er automatisch um. Das sieht man dann auch gleich in der Live-Demo und zeigt dann quasi die eingestellte Lautstärke an. Und nach wenigen Sekunden springt er automatisch wieder um auf die Messung der Batteriespannung. Eigentlich eine ganz feine Sache. Man hat immer die Spannung im Blick. Und wenn ich tatsächlich mal die Lautstärke ändere, dann springt er gleich um und ich sehe sofort, wie viel Prozent momentan von dem, was das Radio abgibt, hinten auch an der Subwoofer-Endstufe ankommt. Hier vorne gibt es jetzt noch einen kleinen Knopf und der aktiviert den Voltage-Drop-Modus. Und das ist das, was den Bassknob Deluxe eigentlich auch so Deluxe macht. Das heißt, neben der Anzeige, wie laut ist momentan der Subwoofer in Prozent und der aktuellen Batteriespannung, kann ich auch einen Modus aktivieren, den Voltage-Drop-Modus. Und dort habe ich einen Min-Max-Speicher von der aktuellen Batteriespannung. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel auf ein Event bin oder brummen will, dann aktiviere ich diesen Modus und natürlich bei sehr leise eingestellten Subwoofer und fahre die Lautstärke extrem hoch. Meine Batteriespannung sinkt, das ist völlig normal. Aber er behält dann den Minimalwert und speichert diesen ab, genauso wie den maximalen Wert. Und ich kann genau sehen auf dem Display, wie hoch mein Drop der Batteriespannung, also quasi wie stark meine Batteriespannung einbricht. Und von daher habe ich ein kleines Messmittel immer an Bord zur Hand, wo ich erkennen kann, ob meine Batteriespannung bzw. ob meine Stromversorgung ausreichend dimensioniert ist für die Endstufen, die ich versorgen will, oder ob ich vielleicht noch mal ein paar Briketts nachlegen sollte. Ja, so sieht das Ding jetzt aus, wenn es im Auto eingebaut ist. Man erkennt da hinten so ein bisschen die Cinch-Kabel und die Versorgungsspannung. Ich werde mal Strom drauf geben und dann könnt ihr sehen, zack, so fährt hoch, ne, Prototyp, und zeigt als erstes die Spannung an. Das ist ein ganz normales OLED-Display, 0,91 Zoll Diagonale, Auflösung, was waren das, 130 mal 32, irgendwas die Ecke, also es ist nicht viel, aber es reicht. Im normalen Betriebsmodus zeigt er halt die Batterie an. Der Motor läuft jetzt nicht, die Zündung ist nur an, wir haben halt 12 Volt und alles ist gut. Und wenn ich jetzt quasi an das Poti gehe und aufdrehe, dann sehe ich automatisch, dass er schön
mit zusammen mit dem Poti oder mit der Poti-Stellung mir anzeigt, prozentual, wie viel er durchlässt. Wobei halt nochmal zu sagen ist, dieser Base Knob, wie jeder passive Base Knob, verstärkt nichts, sondern er dämpft nur. Das heißt, wenn er 100% anzeigt, kommt zum Verstärker genau die Spannung, die auch das Radio rausgibt. Und bei 50% ist es dann entsprechend halt, ja, 50% der Spannung, die dann am Cinch-Eingang der Subwoofer-Endstufe ankommt. Also er schwächt nur ab, er dämpft das Signal. Da es, ich sag mal, ein ganz einfaches Poti ist, funktioniert es oder ist es halt, wie bereits erwähnt, ein ganz einfacher Spannungsteiler. Ein Teil geht durch und ein Teil wird nach Masse abgeleitet und entsprechend dann halt das Signal gedämpft. So, ich habe jetzt nochmal ein Lied rausgesucht bei YouTube mit ein bisschen Bass, damit man das nochmal sehen kann oder hören kann. Ich hoffe mal, das Mikrofon der Kamera kann das so aufnehmen. Ich mache mal jetzt einfach, gehe mal einfach rein und dann jo, erhöhen wir mal den Bass und gut. Also es ist jetzt mit 0%. Der Bass Knob Deluxe wäre nicht Deluxe, wenn er nicht noch ein feines Feature für ja, DB Dragger oder SPL Fans im Petto hätte. Und zwar ist das ein Modus, den ich hier über den Knopf aktivieren kann. Jetzt wird es die Schrift ein bisschen kleiner, weil er mir jetzt einiges anzeigt. Und zwar bin ich jetzt im sogenannten Voltage Drop Modus. Also links oben zeigt er mir die aktuelle Spannung an. Darunter links die aktuell eingestellte Lautstärke vom Subwoofer und rechts Max und Min. Das heißt, er hat einen Maximal- und Minimalspeicher für die Versorgungsspannung, also Batteriespannung. Wenn ich jetzt einen Sinuston anlege, das werde ich gleich mal machen, und dann den Pegel hochfahre, wie man es halt eben kennt bei DB-Dreck oder so, dann kann ich automatisch sehen, wie stark die Spannung fällt und weiß Bescheid, ob ich dann vielleicht mal noch ein paar Batterien reinbauen sollte in meine Anlage. Wie das in der Praxis aussieht, das zeige ich euch dann jetzt noch mal kurz, damit ihr noch mal einen Eindruck habt, wie diese Voltage-Drop-Geschichte funktioniert. So, ich habe jetzt mal in mein Smartphone einen Frequenzgenerator geladen, der spielt gleich einen Sinus ab mit 35 Hertz. Ich mache das jetzt mal an. Es könnte natürlich sein, dass es gleich ein bisschen verzerrt, dadurch, dass es ein bisschen lauter wird und die Dynamikgrenzen des Mikrofons sprengen wird. Ich mache mal jetzt Play. So, das ist momentan, wenn man was hören kann, das weiß ich nicht, das Frontsystem. Und jetzt regle ich mal die Lautstärke vom Subwoofer rein. Da hat mir so ein bisschen mein Mikrofon verschoben, aber ich kann sehen, ich habe jetzt beim Brummen, ich habe keine Ahnung, Vollgas war das jetzt nicht, habe ich 0,4 Volt Drop gehabt. Das ist für einen nicht laufenden Motor, 35 Hertz, ja, schwer zu sagen, aber man weiß auf jeden Fall, wie die Spannung aussieht, wie sie sich verhält, wenn man mal Gas gibt. Das ist echt ein feines Feature, das wollte ich auch unbedingt beim Bass Knob mit drin haben. Er zeigt mir alles an, wie ich es haben möchte, bis ich dann halt den Knopf wieder oder mit einem Tastendruck wieder verlasse. Dann steigt er wieder aus
resettet halt meinen Min-Max-Speicher und wenn ich dann noch rein wieder rein will, dann muss ich halt nochmal eine Taste drücken und dann kann ich die Messung von vorne durchführen. So, mittlerweile bin ich wieder drin. Draußen im Auto war es einfach zu kalt. Noch ein paar abschließende Worte. Wenn ihr Interesse habt an weiteren Videos zum Thema Car-HiFi, Subwoofer, alles was in die Richtung geht, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten möchte ich nochmal zum Schluss einen dicken Gruß an den Stefan mit seinem YouTube-Kanal Gamalik senden, der mich überredet hat, ja, mal so ein Video zu drehen, mal zu probieren, über den Schatten zu springen. Und vielen Dank, Stefan. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze dann ankommt. Und alles Weitere sehen wir dann mal. Okay, bis zum nächsten Mal. Ciao.